Und wie auf Stichwort, hier kommt der Sheriff. Okay, Freunde. Spaß ist vorbei. Kommt mit raus. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Alles geht seinen gewohnten Gang. Die Spaßvögel sind bald wieder weg. Also, wieso denkt ihr, ihr dürft in meine Stadt kommen und Ärger machen? Ihr erschreckt ja all diese netten Menschen. Habt ihr denn wirklich nichts Besseres zu tun, als in Bilschabs Stadt zu kommen und eure Ärsche hier hinzuflanschen? Was machen Sie denn mit unserem Sheriff? Jetzt können Sie den Marshall holen. Wollen wir drin warten? Können wir nicht einfach weg? Nach die. Schieb den Pferdewagen auf die Straße gegenüber vor dem Saloon. Ich will 6 Männer und 6 Gewehre dahinter haben. Ich will 2 Männer und 2 Gewehre da oben auf dem Dach und 2 Männer und 2 Gewehre auf dem. Alle Läufe zielen auf die Saloontür. Und vielleicht kann jemand den armen Bill von der verdammten Straße klauen. Ihr da im Saloon! Es zielen 100 Gewehre auf jeden Fluchtweg aus dem Gebäude. Ihr habt eine Chance, da lebend rauszukommen. Du und dein Nigger kommen jetzt sofort mit erhobenen Händen raus. Und ich meine jetzt sofort. Habe ich das Vergnügen, das Wort an den Marshal zu richten? Ja, genau. Ich bin U.S. Marshal Gil Tatum. Na wunderbar, Marshal. Ich habe mich all meiner Waffen entledigt. Und genau wie Sie es uns nahegelegt haben, bin ich bereit, aus dem Saloon herauszutreten, mit meinen Händen hoch über den Kopf gehoben. Ich nehme an, ich werde als Repräsentant des Strafverfolgungssystems der Vereinigten Staaten von Amerika nicht einfach auf offener Straße niedergeschossen, weder von Ihnen noch von Ihren Hilfsmarschalls, bevor ich eine faire Verhandlung hatte. Du meinst so wie du unseren Sheriff? Abgeknallt wie ein räudigen Hund? Ja, das ist haargenau, was ich meine. Habe ich Ihr Wort als Gesetzesmann, dass keiner hier mich abknallt wie einen räudigen Hund? Naja, obwohl es uns allen ganz gehörig in den Fingern juckt, bringt in meiner Stadt keiner den Henker um sein Vergnügen. Finde ich gut, Marshall. Also, wir kommen. Die da draußen sind ein bisschen angespannt. Also mach keine plötzlichen Bewegungen und überlass mir das Reden. Kommt her. Unbewaffnet? Ja, sind wir in der Tat. Marshal Tatum, darf ich Ihnen und Ihren Hilfsmarshals und den versammelten Einwohnern von Dartry die Hintergründe dieses Vorfalls erklären? Ich höre. Mein Name ist Dr. King Schulz. Wie Sie selbst, Marshall, stehe auch ich im Dienste des Gesetzes. Der Mann, der da tot im Staub liegt und den die braven Bürger von Dartry für geeignet hielten, ihn zum Sheriff zu wählen, bekannt unter dem Namen Bill Sharp, ist eigentlich ein gesuchter Gesetzloser mit dem Namen Willard Peck. Mit einem Kopfgeld in Höhe von $200. Wohlgemerkt $200 tot oder lebendig. Du kannst viel erzählen. Ich bin mir bewusst, dass das vermutlich verstörende Neuigkeiten sind. Aber ich möchte darauf wetten, der Mann wurde hier Sheriff irgendwann im Lauf der letzten 2 Jahre. Ja. Ich weiß es deswegen, weil vor 3 Jahren stahl er Rinder von der B.C. Corrigan Cattle Company in Lubbock, Texas. Und dies hier ist ein Haftbefehl, ausgestellt von Bezirksgerichtsrichter Henry Allen Laudermilk in Austin, Texas. Ich rege an, ihm zu kabeln. Er wird bestätigen, wer ich bin und wer Ihr lieber verblichener Sheriff war. Mit anderen Worten, Marshall, Sie schulden mir $200.